dann kam die fantastische Idee mit dem Boxster 96er. Die Idee stammt von Herrn Marchert, der das erstmal im Vorstand besprochen hat. Also Horst Machert war der Produktions- oder der Technikvorstand, ne? Technikvorstand. Technikvorstand, ja. Genau, ja. Und der Herr Marchert hat das erstmal wahrscheinlich nicht mal so laut, aber vorsichtig erstmal den Wiedeking erklärt. Und der war sicherlich sofort begeistert. Also der hat die Gleichteile-Strategie eingeführt. Absolut. Aber dann kam er zu mir und ich habe gedacht, worüber redet er? Er ist verrückt. Das geht nicht. Er hat gefordert, dass der Vorderwagen bis zur A-Säule inklusive Türen gleich ist, oder? Ja. Das war die bis zur B-Säule. Bis zur B-Säule. Das gab es in der gesamten Geschichte des Automobilbaus noch nie. Dass man zwei Autos bis zur B-Säule gleich macht und dahinter eine Mittelmotorversion und eine Heckmotorversion. Es gab hunderte von Autos in der Automobilgeschichte, aber diese Variante war neu. Und die waren nicht nur neu, sondern auch schwierig vom Design her. Extrem schwierig. Weil alles, das musste in einer relativ kurzen Zeit alles gemacht werden. Das heißt, die zwei, also Boxster und 996er, mussten immer als Pärchen im Design in 1:1, Maßstab 1:1, von zwei Designern gemacht werden. War der 996, also der 911er, der erste wassergekühlte, war der nicht schon weitestgehend eigentlich fertig, als die Idee mit dem Boxster kam? Sind exakt parallel entwickelt worden? Nein, die Reihenfolge ist, Boxster, der hieß noch nicht Boxster, 986, 996er, vom Konzept her, anfangen. Dann, wie kann man schon mal vorab das Thema 986, wie kann man das am Markt erstmal prüfen, spüren? Und weil Porsche nach wie vor sehr konservativ mit Showcars oder mit Conceptcars geschichtlich unterwegs war, war die Entscheidung: Lass uns mal ein Prototyp zeigen, nach der Panamericana übrigens, war erstmal umstritten. Aber Gott sei Dank hat man mir gefragt, ich war auf der Tokyo Motor Show und habe gesagt, von da aus, wir müssen was machen. Wir müssen erstens mal das Publikum mal prüfen, ob die für eine Idee, für einen kleineren Mittelmotorauto von Porsche, ob die dazu Interesse haben. Zweitens, das Designthema müssen wir prüfen. Und deshalb haben wir relativ in einer kurzen Zeit haben wir den 986er als Showcar in Detroit in 1993 vorgestellt. Obwohl der 986, 996 Pärchen mit diesen Gleichteilen, der Frontgleich, das lief voller Touren bei uns im Studio. Dieses Showcar für Detroit ist ein Side-Effekt. Okay. Und wurde zur Knaller der Ausstellung. Also ich habe das Bild noch vor Augen, wie das Tuch weggezogen ist. Das war der erste Auftritt von Wendelin Wiedeking als Vorstandsvorsitzender. Ja. Sie saßen im Auto drin, ja. Er steht daneben, zieht das Tuch wird weggezogen. Er ist noch viel spektakulärer gegangen als das. Das Spektakuläre an der Geschichte ist, eins,
Wir hatten fast keinen Stand, weil uns war kein Geld nichts da war. Es gab kein Geld für einen Stand. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Man kann oder? Das sich gar nicht vorstellen. Wir standen Sicht. Ganz hinten in der Ecke. Mhm. Es gab nicht mal Licht. Deswegen haben wir beim Baumarkt haben wir Scheinwerfer gekauft, selber. Und dann haben wir uns vorbereitet, also der Vorstand hat sich vorbereitet auf, was relativ üblich ist, auf die Fragen der Presse. Da haben wir die schwierigsten Fragen erwartet. Das ist nicht unüblich, aber mhm. damals für Porsche war es richtig prekär. Mhm. Was können die uns an so, mit so vielen schwierigen Fragen in die Knie zwingen? Und da wurde richtig darüber nachgedacht, wie wir die Pressevorstellung überleben können. Und was passierte, war völlig was anderes. Die Presse hat nur das silberne Tuch, was wir als Designer ausgesucht hatten, was über das Prototyp gelegt war, hat nur gesagt, was ist da drunter? Die haben also keine Fragen gestellt. Die haben nicht gefragt, wie viel Geld ist Minus noch da. Und Verluste ja. und wie laufen die, wie schlimm es ist mit dem Verkauf. Gibt es schon einen Käufer für Porsche und so weiter? Also all diese schwierigen Fragen kamen gar nicht. Man sagte nur, show it. Und dann haben wir das Auto gezeigt. Und da waren nicht mal alle Journalisten da, sondern die, die wirklich, sagen wir mal, von Porsche was erwartet hatten oder endlich mal was sehen konnten und so weiter. Und dann haben die das, die haben nicht geglaubt. Die haben gedacht, das ist fantastic. Absolut. Und kaum war das, habe ich das Auto enthüllt. Wir haben auch fast nichts dazu gesagt. Es gab nur eine ganz kurze Präsentation. Also keine lange Geschichte, mhm. sondern that's it. Mhm. Da kamen die ganze, alle Leute von der Ausstellung, die kamen alle zur Porsche. War eine tolle Zeit. Und das Auto, muss man auch sagen, es ist fantastisch. Das Auto, ja, was da präsentiert hatten, wurde, also steht jetzt... Also ich hatte das richtige Team, ich hatte die richtige Designer, ich hatte die richtige Modelleure für dieses Projekt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Und das Auto war nicht fahrbar. Ne? Aber das steht im Museum jetzt. Ne? Und das sieht... Also und, das ist das, und das ist aber das Tolle... Das Auto ist fast genauso nachher gebaut worden. Ja. Die Silhouette ist gleich geblieben. Nicht ganz. Also das Problem war, das Auto, die Konzeptstudie war ein Riesenerfolg. Mhm. Wir aber zu Hause wussten, dass das Package, was wir hatten zu Hause, dem nicht entsprach. Nicht da reinpasst? Okay. Ging nicht. Okay. Da ging der Motor nicht rein, da ging... Die zwei Leute gingen kaum rein. Gepäckraum war auch nicht da. Und last but not least, die Kühler gingen da nicht rein. Eine ganz teure Kühlerlösung gefunden. Wir hatten da riesige Kühler, ne? zwei Stück. Und der hat nur hinten zwei kleine Löcher, die unten hochgehen. Sieht toll aus, aber es passt nicht so richtig. Ne? Deshalb, wie löst man das? Und da würde ich sagen, das war für uns als Team, haben uns fast die Zähne daran ausgebissen. Wie schafft man das? Mhm. Bis ich auf die Idee kam, wie ist es, wenn man das gesamte Designthema von der Detroit Motor Show Concept Auto, wenn man das einfach ein paar Prozent vergrößert, mhm. einfach in alle Richtungen vergrößern. Maßstabsgetreu. Sagen wir mal, nicht 1:1, 1:1, also Detroit Auto ist 1:1, mhm. nicht versuchen, das Auto zu kopieren, sondern ein Auto zu machen, was ein bisschen größer ist. 1:1,1 sozusagen. Genau.
Ja. Und das war die Lösung. Das war die Lösung. Und dann ging plötzlich ging der Motor rein, der Auspuff ging rein, die Leute gingen rein, die Kühler vor allem gingen rein. Und natürlich hat man, als man zum ersten Mal den 986er gesehen hat, hat man gesagt, oh, er ist nicht mehr so niedlich, nicht mehr so klein wie das Detroit-Auto. Aber das ging schnell vorbei. Und das ist wirklich fantastisch. Wie sind Sie da rangegangen? Ich meine, Sie waren der Chefdesigner von Porsche. Ja. Und da hat man ja ein Design-Team. Wie viele, ja. Leute, wie viele Leute gehören da so dazu? Oder wie viel? Das ist damals und heute ist das immer noch, es ist eine flexible Zahl, weil Sie haben eine Stammmannschaft und dann können Sie, je nach wie viel Arbeit Sie haben, können Sie Leasing-Leute dazu nehmen. Okay. Das macht hier unsere BMW-Firma natürlich. Ja, macht das sehr gerne. Alle okay. Firmen machen das gerne. Okay. Und auch in den Studios waren es, oder sagen wir mal so, im Design war es eher üblich damals als Ingenieure. Danach ist das Thema Leasing-Ingenieure sehr populär geworden und jede Firma macht das. Und kann je nach Situation mehr oder weniger Leute annehmen. Mhm. Und wir hatten im Studio damals, glaube ich, so 70 Mann. Okay. Weil, deswegen wollte ich das erzählen, wie macht man eigentlich zwei solch unterschiedliche Autos nebeneinander, die zur gleichen Zeit entwickelt werden müssen, absolut zur gleichen Zeit, wie macht man das eigentlich? Weil das war das Kopfzerbrechen, was ich hatte. Wie mache ich das mit meinen Leuten? Wie finde ich ein Pärchen, also zwei Designer, der eine für 996 und der andere für Boxster? In der Zwischenzeit haben wir den Namen vom Detroit Concept Studio natürlich übernommen. Übrigens einen Namen, der im Studio von einem Designer erfunden wurde. Sensationell. Innerhalb von 5 Minuten. Eine Mischung aus Boxer und Speedster. Normalerweise braucht eine Marketingabteilung, glaube ich, schon ein paar Jahre dazu. Ne? Ja. Aber wir hatten das absolut. Gleich. Aber wie macht man das? Mhm. Und das war das größte Problem. Gab es da so eine Art internen Wettbewerb zwischen verschiedenen Designern, die alle Vorschläge? Wettbewerb gibt es immer. Okay, also da reicht jeder so eine Handskizze ein? Nee, das läuft etwas anders. In dem Fall, wenn man weiß, dass es ein Pärchen ist, dann kommt erstmal die 2D-Phase. Die nennen wir die Ideation-Phase. Da ist erstmal, da geht es nur darum, die Design-Themen zu finden. Das Problem dabei war, bis zur B-Säule sind die Autos gleich. Das heißt, welche Vorstellung man auch macht, man muss immer das zweite Auto dazu zeichnen. Das war nicht einfach. Also welche Skizze ich auch mache, ich muss immer beide zeigen. Und es stand aber auch fest, dass der zweite, also der Boxster, Mittelmotor werden würde, kein Heckmotor. Nein. Man hätte auch sagen können, kleinen Heckmotor noch nein, dahinter. Nein. Das war, es war also direkt immer, vom war klar. Anfang an. Okay, zwei Konzepte. Deswegen der Marchert, der kam mich, der sagte, Herr Legay, meinen Sie, dass es möglich ist, bis zur B-Säule gleich und dann Mittelmotor oder Heckmotor? Da habe ich gedacht, ich weiß nicht, das ist. Ich habe eigentlich gedacht, es sei unmöglich. Aber es war möglich. Okay. Aber es war schwierig. Mhm. Weil direkt nach der Tür, also wenn die Tür gleich ist, direkt nach der Tür eine andere Form zu bekommen, eine für Mittelmotor und andere für. Ja, und eine für 2+2-Sitzer und eine für rein 2-Sitzer. Die Radstände waren auch unterschiedlich. Wahnsinn. Das heißt, ab der B-Säule gibt es ein anderes Rad in einer anderen Position. Und schlimmer noch ist die Form, die aus der Tür rausgeht, wenn ein Pärchen entsteht, dann können sie nicht einfach sagen, oh, ich mache heute die Tür ein bisschen anders. Sie müssen direkt den Kollegen fragen, hast du was dagegen, wenn ich die Tür so und so mache?
Also ist so ein Irre, ne? Ja, unglaublich. Also ja, es ist mit keinem einzigen anderen Designablauf, was ich kenne, nicht vergleichbar. Mhm. Deswegen haben wir auch die Teamaufstellung haben wir so gemacht, dass die Designer erstmal miteinander können. Absolut, ja, stimmt, natürlich. Ja. Also wenn die nicht miteinander die können, immer anschreien. Macht der eine absichtlich die Tür anders, ohne dass der andere das weiß. Ja. Also ich war nicht nur für das gesamte Designablauf zuständig, sondern ich wurde auch noch Designpsychologe. No. Der Albtraumjob, wenn ich es mir richtig vorstelle. Ja, aber letztendlich ist es gelungen. Und haben wir, jetzt mal schauen, 3 Pärchen zeigen können. Mhm. Was für Porsche Design relativ viel war. Wir standen auch bis zu den Knien in dem Modellier Clay, ne? Mhm. Oder Lierton. Also es waren irre Zeiten, wo die Studios proper voll waren, dass wir aus den Nähten geplatzt sind. Für solche Programme war es echt absolut grenzwertig.